Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem... Ja! Jawohl! Ja, Junge! Es geht wieder los! So, und wir reagieren heute auf die nächsten Icon 6 Bewerber. Richtig. Ich freue mich sehr und ich hoffe auch heute auf den ein oder anderen Rohdiamanten hier in der Bewerbung zu haben. Und Freunde, für alle, die sich noch nicht beworben haben, ihr solltet es jetzt tun auf jeden Fall. Bis zum 31. habt ihr noch Zeit. Verpasst nicht die Frist, denn das ist die letzte Frist, um euch bei Icon 6 zu bewerben. Und an alle, die voten wollen und ein Teil von Icon 6 werden wollen, ihr könnt ab sofort auf die App zugreifen und für eure Lieblingskandidaten voten. Dementsprechend macht das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Viele haben mir geschrieben, halt, ja, reactet ihr denn live auf alle? Das ja. ist unmöglich, ja. auf alle zu reacten, glaube ich. Also jetzt per Video. Also Leute, wir werden permanent im Hintergrund in der App auf jeden Fall genau. die Künstler bewerten. Ja. Aber es ist für uns, wird das ziemlich schwer sein. Wie viele Videos werden das dann? Ja, so hunderte, also ja. wir sind auch laut Icon sind wir nicht dazu verpflichtet, öffentlich jeden auszuwerten. Wir sind aber dazu verpflichtet, privat jeden ja. auszuwerten. Ja. Ob wir jetzt jemanden in ein YouTube-Video oder im Livestream packen, das ist immer noch die Entscheidung von uns, wie es auch zeitlich passt. Aber jetzt tausende Leute auf YouTube hochzuladen oder auch die Zeit dafür zu finden, ist leider unmöglich, weil wir auch unabhängig davon andere Sachen zu tun haben. Aber deswegen haben wir ja auch 4 Leute im Hintergrund, die sich ja. das Ganze noch privat anschauen. Richtig. Der erste Künstler ist Coldy von Icon 3, gehört auch zu den Icon 3 Siegern. Ja, genau. Icon, Coldy war tatsächlich der Icon 3 Sieger. Der hat ja. auch die meisten Stimmen gehabt damals. Wir hatten ja so ein krasses Voting-System, ja. wo danach, wo die Künstler halt die geflogen sind in die Jury. Ja, richtig. Und dadurch, ja, ist das halt entstanden. Wo gewotet wurde, wer alleine zur so. Villa gefahren ist und ja. so. Und dieses Voting-System, ne? Ja. Wer weiß. Was? Ob das nochmal nee, kommt? Nee, das wird nicht nochmal kommen. Keine Sorge! Doch, doch, Fehler passieren! Nee, nee. Doch, doch, okay. Komm. Fehler sind da, um daraus zu lernen, so. Bruder. Oder um sich zu verbessern. Ja, aber nicht um zu wiederholen. Doch. So, okay. Let's go, wir gehen rein. Oh Mann. Udi, hast du nicht überlegt, wieder Icon zu gehen, Digga? Ich weiß nicht, Lo, ich bin die ganze Zeit am überlegen, Bruder, aber ich weiß nicht, Bruder. Meinst du, ich gehen? Überlegen, Bruder, mach einfach. Meinst Bruder, du? Ja? Miese Comeback, Bruder. Ja, deine Mutter macht sie Sorgen, weil vielleicht das Böse ihn erwischt. Ja, ja, wenn er weitermacht, wird das geschehen. Da kommt der Sesselmann und wird auch seine Seele nehmen. Und ganz alleine ließen alle Chris im Regen stehen. Keiner hat die Schuld, nein, er bleibt das korrupte System. Ja, das System legt den Stein in sein Weg. Deshalb packt er seine Sachen und überlegt, von ihr zu gehen. Denn es macht für ihn keinen Sinn, seine Seele hier zu quälen. Ja, seine Wunden sind von gestern. Von gestern, nach 10 Jahren sind sie noch nicht verheilt. Und der Schmerz wird nicht besser, wird nicht besser. Denn er ist machtlos und kämpft mit der Zeit. Seine Wunden sind von gestern, nach 10 Jahren sind sie noch nicht verheilt. Und der Schmerz wird nicht besser, nicht besser. Denn er ist machtlos und kämpft mit der Zeit. Willst du anfangen, Sandro? Ja, kann ich machen. Also Coldy... Weil du kennst ihn ja mit am besten, ja. ne? So, so ich finde, bei Coldy, der hat auf jeden Fall eine sehr interessante Stimme. Ich weiß nicht, ich kenne halt stärkere Sachen von Coldy. Mhm. So, ich hab, muss jetzt sagen, nach Icon 3, muss ich ehrlich sein, habe ich den nicht mehr so verfolgt. Ich weiß halt nicht, was er gemacht hat. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ob er jetzt sich weiterentwickelt hat oder immer noch da ist, wo er ist. Ich fand die Hook am Ende, fand ich interessant. Er hat eine schöne Stimme, der hat gute Melodiepassagen, aber irgendwas fehlt mir noch. Okay, ja. Willst du was sagen? Also ich sage euch ehrlich, mein Ding ist es nicht, ne? Aber wir sollten ja auch nicht nach unserem persönlichen Ermessen ja. reagieren. Sondern ob man was aus ihm machen kann. Ich weiß nicht, für mich wäre das sehr viel Autotune so. Ich glaube, für Icon 6 wird das nicht reichen. Colin wird uns auf jeden Fall umbringen. Das ja, Ding ist, Bruder, aber das Ding ist bei er hat Coldy, uns doch geholt, um Jury zu sein, das oder Ding nicht? Ding ist, bei Coldy ist das Ding, er hat eine gute Stimme. Ja. Ne? Er hat eine gute Stimme, aber für Icon 6 jetzt damit sehr weit zu kommen... Ja. ist schwierig. Schwer. So, es war wahrscheinlich die falsche Bewerbung, weil ein Coldy kann singen, ja. 100%, aber es war die falsche Bewerbung, um jetzt sich damit letztendlich zu präsentieren. Ja, so. Das ist das. Okay, als nächstes haben wir Zepek. Der sieht aus wie Dino. Und der wurde auch sehr, sehr oft in die Kommentare von YouTube geschrieben und auch sehr oft hier in den Chat ja, geschrieben. Ja, richtig. Und jetzt bin ich gespannt. Let's go. Einfach Dino. Die Straße, sie schweigt, deshalb rede ich nie. Generation 2003, wir sind real. Generation 2003. Akrapovic, Kaskarei, ja Profit, schieß mit Gold. Die Straße, sie schweigt, deshalb rede ich nie. Generation 2003, wir sind real. Die letzte Hoffnung ist Musik hier am Block. Ich setz auf mein Leben, wir kommen aus dem Loch. Das Elend ist schön, wenn du Geld machst mit Stoff. Doch alles verwirrt und du
stehst dann vor Gott. Ja, aber verzeih mir, denn ich sünde zu oft. Prozente auf Kilos ab Top 3 Sift. Viel Treffer, Top produziert sie am Jib. Nack Running Division auf Bertha 6. Gia mit 30 auf Black Tech fließt. Markas Lokos, mein Hoja ist aktiv, denn wir haben mit 18 schon Kurse gefickt. Auspuffanlage Akrapovic macht. Schemundler bekannt, sei gedimmt, was ich kann, bin umgeben von Schlangen, keiner kommt an mich ran. Denn sie wissen, sie packen, ihr wird bald bekannt. Ja, bis heute, es lief von der helfende Hand. Aber glaub mir nach Eiken, du Cheer, da mein. Nach Eike lutscht jeder mein. So, ey, guck mal, die Meinungen hier, ich hab geguckt zwischendurch auch auf den Chat. Viele sind, also es ist zielgespalten. Viele sagen gut, viele sagen schlecht. Ich sag ehrlich, er hat gute Ansätze. Er hat was. Er hat was. Er hat gute Ansätze. Klar, es ist noch nicht ausgereift, es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht, ist noch kein Villa-Niveau, ne? Ja. Aber die Künstler muss er ja erstmal dazu bringen. Und ich finde, er hat die ein oder anderen Sachen mitgebracht, die eigentlich gut waren. So, klar hat er auch Aspekte, die natürlich schon nicht so perfekt waren, aber so kann man mitarbeiten eigentlich. Ja, also der ist vielfältig als Künstler, ne? Das ist natürlich sehr viel mit Effekte verpackt. Ja. Ne? Dementsprechend fällt das ja bei Aikin aus, also dieses übertriebene Effekte nachhinein bei der Bearbeitung, weil wir wollen ja, ja. Das ein bisschen authentisch halten. Mhm. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Also der kann auf jeden Fall rappen, der hat auch die Ideen, wie ihr gesagt habt, die Ansätze sind da. Villa Reif ist wieder eine ganz andere Frage ja, dieses Jahr, würde ich sagen. Normal. Aber ja, mal sehen, was aus dem werden kann. Also schlecht ist er auf jeden Fall nicht. 100% und damit habt ihr eigentlich auch schon alles gesagt, so kann ich nichts hinzufügen auf jeden Fall. Du kannst aber image-technisch noch was sagen, weil er bringt viel mit, ne? Also ich kann so viel sagen, er hinterlässt was. Er verkauft so, nach gut. Diesem Song bleibt auf jeden Fall was im Kopf. Ja, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. So. Ja. Und auch optisch cool. Aber jetzt auch nicht so, wo ich sage, er ist eine Erscheinung, bleibt 100% im Kopf. Ja, so, ja, weißt du, was ich meine? Aber ist cool. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wenn ihr ihn in der Top 100 sehen wollt, dann votet für Zepek in der App. Jawolski. So, als nächstes haben wir Fratell. Let's go. Ewa Fratello. Italienisch? Jeden eurer Superstars, FR, du findest mich im Duden und asozial. Voller Tatendrang, die Jagd beginnt. Icon 6, keine Gnade, Modus Ultra Steel. Fratell, komm, macht euch auf den Angriff bereit. BZ Con, ich werd mich lieber eine Zwangsjacke ein. Rassenqualität, Fratell ist Blockidol. Sieh kein Mokro los, der dich wie ein Mokro holen. Was für Chaos in der Szene, ich bin Freund von niemand. Und dein Blick geht Richtung Mündung meiner Großkaliber. Heißes Klima. Dance Phony Deal, du musst viel abdrücken, wenn du viel verdienst. Harte Ansagen, eine Grammwaage, denn bei leeren Taschen folgen halt die Straftaten. Jeder weiß, was ich will, keiner weiß, wer ich bin. Das Tod aber Vater lässt die Ära beginnen. Okay, was sagt ihr zu Fratell? Ich finde, flowtechnisch hat er auf jeden Fall was drauf. Geil, ne? Ich finde auch. Der hat auch richtig Power. Der hat auch gute Lines gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja, BZ Colin steckt mich lieber in eine Zwangsjacke. Irgendwie sowas hat er gesagt, ne? Ja, cool. Aber geil. Ja, cool. Cool gemacht so. Ich feier auch. Geil. Also Dynamik war da. Ja, Dynamik 100%. So, der hat richtig Power schön, mit, ja, der Beat sehr auseinandergenommen. Was mich so, was er wirklich besser machen muss, so am Image arbeiten, so sein Auftreten, ne? Er hat jetzt die Maske, klar, aber das gibt halt nicht viel wieder, so. Weißt du, was ich meine? Wenn ein Skandal die Maske getragen hat, Digga, der hat so, das hat so Präsenz gehabt. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Skandal war auch? Trotz Maske hat er besser mit der Kamera agiert und gespielt. Er hat die Kamera eingenommen. Ja. Selbst wenn Skandal neben 18 Leuten stand, hat der irgendwas gemacht, damit er aufgefallen ist. Er hat getanzt, er hat das gemacht, er hat das gemacht, weißt du? Das ist das, was wir vergessen. Ja, das ist halt auch sehr wichtig. Nur eine Maske heutzutage anzuziehen, ist halt nicht mehr alles. So, weißt du? Ja. So, aber das stimmt auch. Keiner kann Skandal 2 sein. Ja, und deswegen, wenn du die Maske anziehst, musst du dich unabhängig von Skandal machen. Ja. Du musst irgendwas anderes haben. Safe. Aber rap-technisch und musikalisch, cool. Stark auf jeden Fall. Und wenn ihr Fratell in der Top 100 sehen wollt, dann votet für ihn in der App. Aber Fratell ist italienisch, ne? Er ist doch Freund oder so, ne? Nein, Fratello würde jetzt. Aber ist doch euer Freund, heißen. Ne? Nein, das heißt, würde Bruder heißen. Oder Bruder, ja, genau. Fratell, ich glaube, auf eine andere Sprache. Ich weiß jetzt nicht genau welche, aber. Okay. Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal erwähnen, so, trotzdem. Man kann auf jeden Fall an jedem dran arbeiten, aber ich will einfach nur mal daran erinnern, dass es wirklich, wird dieses Jahr auf gar keinen Fall einfach. Mhm. So. Ja. Für jeden, der es schafft, also egal für welchen Künstler, dieses Jahr, so wie die Runden ausgelegt sind, das wird auf jeden Fall für keinen einfach. Safe. So, als nächstes haben wir Brudi 030.
Die Polizei ist auf Weg. Satan mit Zeta bis heute überlebt. Prachtach auf Ras, Kuludam, Alan-Hit. Festnahme, aber hab ihm gar nichts erzählt. Neffe ist auf Shizu, Atli von Jiddo. Wollten nie kriminell sein, aber ist so. Danke, Klopp für Kugel, 100 Euro vom Zito. NBC-Abendschau, gucke Mafia mit Nutella-Fohlen in den Plan. Wie Kir Ba'a, Shuha Mel'ad, Ma'argilu, Shahata. Über 400 Kisten sind im Lager. Metadon, Teledin, Ratio vom Stader. Ich kann so gut anfangen, weil du willst ja jetzt was Bestimmtes sagen. Ich? Ich weiß es. Sag es. Sag du es. Sag es. Sag du es. Am Ende des Tages Respekt, dass es ein One-Take war. Ja. Weil das ist ja das, wofür Eike gemacht ist. Ja, ich Applaus. Heute Sandro-Spruch sagen. Applaus. Auf jeden Fall war One-Take. Aber dementsprechend war es halt auch ein One-Take. Der, gut, der kann rappen, der hat einen Takt getroffen, so, aber es war halt auch nicht so, jetzt wo ich sagen würde, wow. Aber du weißt, ne, also er ist auf jeden Fall schon ein Künstler, der ist schon länger dabei. Er hat auf jeden Fall was. Also ich kenne dabei ist keine Hook so. Ja. Dementsprechend ist es bei dem 16er, den er One-Take gemacht hat, ist auf jeden Fall zu respektieren. Mhm. Dementsprechend war da aber jetzt, sagen wir mal, keine, sagen wir mal, da war jetzt keine Hook, wo ich sage, das bleibt im Ohr jetzt für den ersten Moment. Ja. Da jetzt außerhalb noch mehr drauf hat, kann ich ja nicht sagen. Mhm. Ich muss ja das beurteilen, was ich jetzt hier kenne. Ja. Und ich kann nur sagen, der hat gut gerappt, der hat One-Take gut gemacht, der hat eine gute Luftkontrolle gehabt. Das aber guck mal, gerade wenn du sogar sagst, den kennt man und er macht schon länger was und sonst was, ne, darfst du nicht, also dann darfst du dich nicht so bewerben. Gerade dann musst du ja noch Besseres abliefern, weil du hast ja dann gewissen Druck. Ja. Checkst du, was ich meine? Ja. Weil stell mal vor, beispielsweise, er wird jetzt nicht angenommen oder Leute kritisieren ihn jetzt, aber dann auf Insta hat er schon was geliefert, was richtig cool ist. Mhm. Dann denken die Leute sich so, hä? So, mhm. Weißt du, weil der bringt ja gewissen Druck mit. Aber ja, ja, was ich nochmal erwähnen will, ne? Auch wenn du auf Insta, keine Ahnung. Oder Spotify, ist Spotify ja generell auch immer gemeint, Insta, Spotify, TikTok. Ich kenne Künstler, die haben da 400.000 Follower. Aber wenn ich auf die Sachen dann drauf gehe, die sind nicht stark. Deswegen frage ich mich dann immer, woher kommen die Follower, wie auch immer. Mhm. Verstehst du, ich meine, man muss halt immer gucken. Weißt du, ich meine, man muss halt nicht immer dieses Drumherum schauen, sondern auch musikalisch ist das krass. 100% safe. Ja. Ich glaube, bei ihm war es die falsche Bewerbung, schätze ich so ein. Ja, ja. Also, Brudi, auf jeden Fall wäre geil, wenn du dich nochmal bewirbst, ja, mit einer anderen, besseren, genau, Bewerbung vielleicht, und dann schauen wir da nochmal rein. Genau. So. Musst du dich aber ranhalten, denn viel Zeit bleibt auf jeden Fall nicht mehr. Jawohl, es geht. So, der nächste Künstler ist Lameri. La Mula La Kista, ich mach's im Banks. Asics Kalendi, Moklar, Goose, La Meri, Numero, Kat, Bang, Bang. La Biso. Soll ich mal was sagen? La Biso, La Biso. Diese Filme. Ich fang mal mit dem Negativen an. Ja. Das Ding ist, am Ende wurde es mir zu, da hast du wieder zu viel gemacht als, naja, Künstler, finde ich. Da hast du wieder viel zu viel diese Flow-Passagen gemacht. Man hätte sich das viel einfacher machen können und eher dafür sorgen können, dass dieses Refrain, den er gemacht hat, mehr, viel mehr im Ohr bleibt, weil so bedient man eigentlich die Schiene. Also die ist ja jetzt nicht neu, das ist auch nicht was Brandneues, was er gemacht hat, aber dieses, das ist cool. Damit, da kannst du drauf abgehen. So, weißt du, was ich meine? Aber das kannst du noch viel, du kannst es noch so verpacken, dass es dir nicht so lang vorkommt. Mhm. Und trotzdem hörbar. Ja, das ist meine, ja, Meinung. Was ich aber cool fand, er hat Wörter benutzt, die jetzt nicht so ausgelutscht sind, muss man sagen. Aber irgendwie wurde es mit der Zeit auch irgendwie für mich sehr monoton. Deswegen habe ich ja gesagt, so, zu viel des Guten am Ende auch wieder. Ja. Das, also für mich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, wäre das jetzt aktuell zu wenig, weil im Hintergrund besprechen wir ja schon die aktuelle Top 100. So, klar, wir reden schon öffentlich darüber, wir zeigen die ersten Bewerber, aber wir haben ja schon den einen oder anderen Künstler für uns. Und ich sag so, Platz in meiner Liste wird auf jeden Fall nicht sein. Schwer. Weil die Künstler, die da gerade drin sind, das ist Next Level. Und wir haben da noch den ein oder anderen Künstler, den wir euch bald auch noch vorstellen werden. Ja. Also macht euch keinen Kopf, da ist doch der ein oder andere Künstler, da ist doch ein bisschen was mit Vertrag und so. Paar richtig kranke Banger kommen da noch. Ja. Ich weiß nicht, Bruder. Wir haben nicht so viel Platz. So. Wir hören uns ja auch permanent, auch ab davon abgesehen, was wir jetzt öffentlich machen, nochmal die ganzen Sachen an in Ruhe und reflektieren über das Ganze. Deswegen. Guck mal, Nele schreibt, wenn die Bewerber alle auf dem Niveau sind wie jetzt, dann tote Staffel. Guck mal, Nele, mach dir gar keinen Kopf, denn wir haben auf jeden Fall noch den ein oder anderen Künstler im Petto, den wir natürlich noch nicht ausgepackt haben. Nicht den ein oder anderen, wir haben noch mindestens 10 bis 15 oder 20 Künstler, wo noch Vertrag, alles gerade geklärt werden muss mit dem ein oder anderen Major. Mach dir gar keinen Kopf. So, glaub mir, da kommen noch richtige Banger. So. Okay, als nächstes haben wir den nächsten Künstler von Mokro Studios, und zwar Big Mächti. Let's go. Ich kann viele Ziffern im Leben, das Ghetto hat uns sie geprägt. Sehen dieselben Gesichter Tag ein und Tag aus, hat mich das doch versteht. Die Brüder wollen überleben, deshalb schlagen sie an andere Wege. Also besser pass auf mit wem und worüber du redest. Der Alltag wird hier schnell zu viel. Wir rennen vor Enemies, Police, ja mon ami. Und vielleicht kriegen sie uns nächstes Mal doch hin. Heute lebt der Twister.
dasselbe. Soul King. Ich wollte schon denken, dasselbe, Bruder. Oh mein Gott. Richtiger Soul King. Ich wollte schon sagen, Bruder. Richtiger Soul King, Alter. Ja. Direkt so, boom, wie Gedankenblitz, Bruder. Aber scheiße, jetzt haben wir unterbrochen, ne? Ja, lass mal weiter. Komm, so, müssen wir zählen. Ich sag mal so, der ist interessant. Aber mich hat er wirklich erst gepackt in der Hook. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil er halt sehr Soulking-orientiert die Melodie gemacht hat. Mhm. Aber auf Deutsch. Mhm. Es ist ja nicht verboten. Nö, auf gar keinen Fall. Es gibt ja viele Leute, die sich. Er ist ein interessanter Künstler auf jeden Fall. Man kann aus ihm auf jeden Fall was machen. Mhm. So, dementsprechend. Aber ich weiß jetzt halt nicht. Ich weiß, die Hook habe ich jetzt hier gefeiert, aber ob das jetzt wirklich so. So stark Potenzial ist, wo ich sagen müsste, ja, weißt du, du bist echt ja, ein Top 100 Kandidat, das weiß ich nicht. Das ist das. Das weiß ich noch nicht. Ja, ja. Also ich rede jetzt nur aus meiner Perspektive, er bringt was mit, er hat eine gute Stimme, definitiv. Mhm. Er hat auch geile melodische Passagen gehabt. Ob es jetzt ein fester Kandidat ist, der in die Top 100 muss, ist noch wackelig bei mir. Bei mir auch. Das muss man sich überlegen. Er bringt schon das gewisse etwas mit, aber in dem, was er mitbringt, weiß ich schon, in der Top 100 sind da ein oder andere Künstler, Bruder, das ist die reinste Champions League. Ja, so, und wenn wir diese Künstler öffentlich angeben, dann wisst ihr, wovon wir reden. So, und dann ist das dagegen, muss man gucken, muss man drüber sprechen. Wir werden uns das nochmal anhören und dann einfach drüber entscheiden. Also vielleicht sendest du auch nochmal eine Bewerbung ein, wo du sagst, ey, damit hau ich die wirklich vom Stuhl so. Mhm. Ist ja vielleicht auch wichtig zu erwähnen, was gut war und was nicht gut war, weil ich fand zum Beispiel, wie Sandro erwähnt hat, so den Part bis zu Hook fand ich wackelig so, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Klar, seine Stimme, wie er die bedient und gezeigt hat, ist gut, so, weißt du, aber die reine Struktur. So, und dann zu Hook wird sehr interessant, safe. Und weißt du? So, und ihr dürft auch nicht unterscheiden, Chat, nur weil er von Skandal und vom Mokro-Studio kommt, heißt das nicht, dass er gleichzeitig gut ist. Also bewertet hier bitte nicht nach Sympathie, sondern nach Talent. Aber damit will Emre natürlich auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Ne? Auf gar keinen Fall. Und noch eine Sache, ne? Eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, diese ganzen Songs, zwar, der hat diese Hook gemacht, aber ist mit sehr vielen Vocals übrigens, ne? Richtig. Das ist bei Icon unmöglich. Ja, so, ne? Safe. Okay, als nächstes haben wir Naha und der wurde auch sehr oft in den Chat geschrieben. Wir gucken, let's go. Wir leben gefährlich, genießen das Leben, benebelt im Elend, doch immer mit Vorsicht. Denn mal sind sie Brüder und mal sind sie Feinde, das siehst du, wenn jemand die Wiedersehen fortgibt. So viele Menschen verloren, ob Tod oder Zelle, sei Delta, du bist oder Vogel. Wir kämpfen uns hoch, aber wissen genau, nein, wir landen niemals, so wie Masken, die Forbes lässt. Es tut mir weh, dich so zu sehen, wallah, mama. Neues Problem, ein neuer Tag, gesprochen da. Wallah, so geht es nicht mehr weiter. So aufgefallen von der Leiter, doch ich mach weiter, wie ich weiter. Übernehme die Welt, so wie Escobar. Fick das System, nein, wir wurden uns nicht einig. In der linken Hand meine Wumme und die Daytona. Führe die Kriege alleine vertraut. Wir wollen nie raus, aber sag mir, wie lang noch. Seh keine Aussicht, Polizei mit Schlagstock. Stürmen die Tür, schon wieder mit Hamburg. Die Seele gebrochen, sieht aus wie ein Schlagloch. Übernehme die Welt, so wie Escobar. Mit meiner Wumme für die Daytona. Das Ding ist bei ihm, ich will dir einen Tipp geben. Da du hast eigentlich so viel Platz auf dem Beat gehabt, und das geht ja so in Richtung PNL-Stil, ja? Und vor allem, es gibt so einen Künstler bei Icon 5, der hat das ziemlich gut gemacht. Wenn du lange Lücken hast, dann bedien sie mit Adlibs. Oder Harmonies, damit du wenigstens dafür sorgen kannst, dass das nicht auf Dauer so einschlafend klingt. Möchtest du den Künstler nennen, damit er auch... Ich rede natürlich von Barré. Ja. Ja, Barré ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er genau weiß, wo die Lücken sind und da setzt er halt Adlibs rein. Und das hat dementsprechend da gefehlt. Jetzt abgesehen von der Lyrik, die du jetzt benutzt hast, ich fand das einfach viel zu sehr... Du hast so eine lange Pause gehabt, klar, Beat atmen lassen, aber sowas ganz Dezentes einbauen, weißt du, was ich meine, um das wenigstens noch ein bisschen abzurunden. Das ist das Einzige, was ich dir jetzt dazu sagen kann. Also, ich kann dazu erwähnen, ich mag die Musikrichtung, aber ich finde, da waren
für mich zu viele Baustellen. Ich fange mal bei der Lyrik an. Zum Beispiel, er sagt, lebe das Leben wie Escobar auf die Daytona oder so, wie auch immer. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Das sind Sachen, die hast du schon sehr oft gehört. Er hat doch zum Beispiel gereimt, weiter auf Leiter und dann Fighter. Ist ja, weißt du, das ist also so, ich finde, die Lyrik war da noch nicht so top. Nuschelig auch. Aber die Stimme war cool. Die Stimme war trotzdem cool, muss man ihm lassen. Also, er kann da noch sich, also er soll sich noch ein Jahr nehmen auf jeden Fall. Er soll an sich arbeiten. Ja. Ich glaube, für Icon 6 ist es noch zu früh. Ja. Aber er soll auf jeden Fall an sich arbeiten, definitiv. Und hör dir so ein bisschen die Stilrichtung, die du fährst, von anderen Künstlern nochmal an, um nochmal zu sehen, wie machen die anderen das so ein bisschen. Ja, ja, ja. Was kann ich da? Versuch dich selber einfach zu optimieren. Wir machen weiter mit Almo. Almo 913. Ja, sie weiß es, weil sie Beifahrer ist. Auf meinem Beifahrer sitzt, sieht sie Sterne, die B***h, aber sie macht mir grad mal wieder so oft teuer. Und für eine Flasche Wodka gibt sie mir gerne bescheuert. Sie sagt, treu sein ist richtig und wichtig. Sie will an meinen Zip und sagt, ich werd nicht süchtig. Halbe Stunde später krieg ein Anruf, ich vermiss dich. Hey Cinderella, ruf nicht an und verpiss dich. Jim mit B***h im Club und der Crew. Sie ruft an und sie sagt, wo bist du? Ich leg auf und bestell ein Grey Goose. Oh, was willst du? Chill mit dem Club und der Crew. Sie ruft an und sie sagt, wo bist du? Ich leg auf und bestell ein Grey Goose. Oh, was willst du? Guck mal, ich mach's kurz und knapp zwei Dinger. Stimme fand ich interessant. Die Hook-Melodie war so. Mehr hab ich nichts zu sagen. Willst du was, ja? Das war einfach dieses, sie wird hier nicht süchtig, sie will treues. Ich weiß Lyrik halt nicht. Fand ich sowas von einfach und hat mich voll so rausgeholt, Digga. Das Stimme war cool. Ne? Vor allem so, er ist gut eingestiegen, aber dann so die Reime, Bruder, ja, schade, Alter. Ich muss aber sagen, dieses Jahr haben wir sehr viele Künstler, die interessante Stimmen haben, aber dementsprechend aber tote das Falsche Reime. Machen. Ja, aber das Falsche machen. Ja, Mann. Nee, aber ich glaube, das ist zu früh noch. Schade, ja. Echt schade. Leider. So, als nächstes haben wir Sengo. Tschüss, wie laut. Ey, mein G, ich hab ein Cash, fertig den Racks sein, mein Pain. Ich war jung, dumm und 3-5 vor Percocets zum Pleise. Ich hab Angst vor Fugazis, dein Wut viel zu oft schon verletzt, mein G. Brauch ein Jet und will weg von dir. Musste Racks in der Trap verdienen, meine Hardcore, yeah. Mein Herz kalt, du Zeiss. Nur mit Ride or Dice, keine Fake Sides, hat keins und ich bin nicht sauber. Mensch, ich bin schon wieder faded. Brauch ne Buster und ne Bracelet. Pop Big Trees, bin wasted. Mein Herz ist cold, Sub-Zero. Brauch ne Platte voller Pieces, tick. Ich träume Daydreams. But the Racks für meine Niggas. Nee. Ist anders, wenn du down bist. Down, down in den Trenches. Ich rap bei Gott, nur Gas, man halt die Hood, sie hat nichts Festes. Hab G's in Givenchy. Trees in Outer Street. Pop Baddies auf mein iPhone, doch ich weiß, sie sind nicht real. So wasted, so fucked up. Für JJ, wer's locked up. Sie fragt mich, wo mein Schmerz ist. Sag da, wo mein Herz war. Also guck mal, das ist zum Beispiel das perfekte Beispiel so für mich, wo ich sagen würde, das ist gar nicht meine Musikrichtung, würde ich privat eigentlich mir nicht geben, ja. Aber rein objektiv finde ich cool, er bringt mal was anderes mit als die anderen Teilnehmer. Richtig. Und ist ein geiler Vibe, den er auch erzeugt, ne? Und richtig. Und ich glaube, er könnte bei den Frauen extrem punkten, muss man sagen. Ne? Am wichtigsten. Aber, das ist doch wichtig, Bruder, ist so. Aber ob er das live performen kann, das ist halt die Frage. Ja. Und die Stimme ist sehr angenehm, muss man sagen. Ich stimme dir dazu. Ich finde, der hat auf jeden Fall einen ganz anderen Vibe gebracht. Ja. Von den ganzen Bewerbern, die uns jetzt angeschaut ist, mir der zu Ohr geblieben. Ja. Einer von denen auf jeden Fall. Eine andere Schiene. Das Einzige ist, ja, live, ja. Weißt du, was ich halt denke auch so? Das Problem ist, es ist ja halt auch schwierig bei Icon, weil das Problem ist, wir hören uns gerade die Künstler solo an. Mhm. Stimmt. Aber dann in Kombination mit anderen muss man halt gucken, wie setzt man den ein. Ja, ja, ja. Oder wie beweist er sich dort? Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was ich meine. Also, ich sag dir so. Und wir gehen dieses Jahr. Ja? Nein, sag. Achso, ich dachte, ja, ich finde ihn wirklich sehr interessant. Er bringt mal sowas Frisches wieder mit, was Neues. So, jetzt überleg mal, wie viel wir gerade gehört haben, was in dieselbe Richtung geht und wie sich das dann davon abhebt. Schön voll sauber. Weißt schön du, clean. Es ist, ich fand seine Stimme sehr clean, sehr angenehm, weißt du. Er hat eine geile Attitude, also er verkauft sich cool. Der sieht fresh aus, der Bruder. Der hat Potenzial in meinen Augen. Ja, der hat Potenzial in meinen Augen. Ja, ich finde ob's cool. Jetzt für die nächsten Runden reicht und wie lange, weiß man natürlich nicht. Aber in meinen Augen für die erste Runde hat der auf jeden Fall Potenzial. Wie heißt der? Sengo, ne? Sengo, genau. Sengo so. Okay, als nächstes haben wir Kadash. Let's go. Zwei Songs in einem Video. Okay, cool. Okay, interessant. Ach,
Ich sag, was denn? Hör. Kennst du den? Ja, hör, ich hab den heute gehört schon. Okay. Boah, das sieht aber nach einem krassen Video aus, ne? Ja. Oh, ist das türkisch? Ja. Ja? Ja. Ey, viele dabei dieses Jahr, die türkisch machen. Geil! Das liegt an Bayo. Wir Türken! Weil Bayo, ja. Bayo hat den ersten Step dafür gemacht. Wir Türken! Ihr wisst, ich muss jetzt abstellen. Warte, Gala oder Fenner? Was muss ich das Gala, Bruder, jetzt. Oder übertreib Bruder. Nicht. Ich glaube, du willst noch in Duisburg schlafen. Eine Nacht musst du noch bleiben. Champions League Fenerbatsch. Aber tote Maske. Angebrettert im G-Waggon, hier im Block sind Teddybären auf Ballon. Falsche Mega und zwei krasse Felgen vom BMW 4er. Laminat abkratzen, bunte Batzen in Taschen packen, bis die Seiten platzen. Zack, zack. Hey, ich werf einen Blick auf Kamera und komm nicht klar. Darf ich als erst anfangen, weil ihr könnt das Türkische gleich bewerten. Ich möchte nur zwei Sachen sagen. Yes. Davon abgesehen, die erste Sache, die sagen, es war mir zu kurz. Ich hätte gern das erste mehr gehört. Ich weiß nicht, wie gut das war. Mhm. Ich fand aber das, was er bildlich da gezeigt hat, weil ich es nicht verstehe, fand ich das sehr interessant. Ich würde gerne wissen, worüber er gesungen hat. Mhm. Und ich finde, das erste, dafür, dass es zu kurz ist, die Lyrik müsst ihr bewerten, fand ich das erste, was er gemacht hat, viel interessanter als das zweite. Ich fand das Deutsche überhaupt nicht cool. Also das erste hat sich besser angehört als das zweite. Das. Safe. Und bildlich mit dem Soldat fand ich das krass. Was für eine Botschaft ist das? Ja, das mit dem Bild hat für mich jetzt nicht so ganz da reingepasst worden. Schade. So. Schade. Aber ich sag dir, wie es ist. Auf Türkisch haben wir schon deutlich bessere gehört. Da fand ich zum Beispiel Asya deutlich besser. Keine Ahnung, wenn man so dieses Türkische hört, ich hab so das Gefühl, so im Türkischen, die Musikbranche ist halt noch nicht so weit. Ja. Aber du kannst halt raushören, so wird das gut ankommen oder nicht. Generell. Es war so. Weil schade, wenn er jetzt was gesungen hat, was gar nicht zu dem Bild passt, was gezeigt worden ist. Ich vergesse nicht den Geschmack deiner Lippen und so, Bruder. Es passt halt gar nicht zu dem Video. Warum? Schade. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im ersten Moment gedacht, der würde was singen, wie zum Beispiel, weil in der Welt von heute ist ja halt viel dieses, weißt du, und ich habe gedacht, er macht wirklich so einen Song, wo er sagt, ey, wir leben nicht in einer friedlichen Welt und der, weißt du, ich habe gedacht, das Bild erzählt mir gerade den Song, aber so wie du mir das beschrieben hast, hat das hier gar nichts mit dem Bild zu tun. Ja, ja. Schade. Das ist wirklich schade. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, den du sehr oft erwähnt hast, und zwar so dieses, wenn Leute anfangen, Musik zu machen, und heutzutage macht ja wirklich jeder Musik, weißt du, jeder hat ja irgendwie Bock bekommen auf Musik. Ist natürlich auch cool einerseits, aber umso wichtiger ist es, was ist jetzt deine Richtung? Genau. Das ist das, was du immer sagst. Ja. Und ich finde so, dieses Türkische stand ihm, meiner Meinung nach, mehr als das, was Deutsch, er auch im Deutschen gemacht hat, weißt du? Der Switch war auch voll unsauber. So, aber schade. Für mich trotzdem leider zu wenig. Schade. So. Translate hat er schon gemacht, das könnt ihr dann im Nachhinein stark. Bitte, Übersetzer, nennt mich TZ ab jetzt. Translate Set. Okay, wir machen weiter mit Volvi. Und der wurde auch sehr, sehr oft in die Kommentare geschrieben, sowie unter die YouTube-Videos, als auch hier im Chat. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, Chat, wen ihr uns da empfohlen habt. Let's go. Den Schmerz begrabt die Zeit. Lass mich hin, denn unsere Zukunft ist Vergangenheit. Ein letzter FaceTime-Anruf, wütend im Pyjama. Auch wenn wir uns nicht mehr gehören, schiebst du Drama. Alles geht vorbei und das ist unser Karma. Und sie fragt, darf ich ein letztes Mal mit dir sein heute Nacht? Doch das alles endet mit nem Stift und einem Blatt. Sitz fucked up in einem Range Rover. Merke, dass zwischen uns zwei ist Game Over. Du siehst was Großes, doch du wirst nie meine Kleine sein. Ich will alleine sein, geh einen anderen Weg und schließ die Tür. Sitz fucked up in einem Range Rover. Auch mal ein Stil, der sich abhebt von den anderen, die wir bisher gehört haben. Einige Stellen fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung er, also was er vorhatte. Was er aber die Umsetzung war jetzt, fand ich, hat mich jetzt nicht so zu 100% überzeugt, aber hat was auf jeden Fall, ja. Der ist musikalisch, also der weiß, wohin er gehen möchte. Das zeigt er auch direkt mit der Richtung, die er fährt. Und so eine Musik kommt aber in Deutschland, wenn du sie halt richtig bedienst, sehr gut an, muss ich sagen, ne? Also den Stil. Also hör ich oft sowas, ne? Mhm. Dementsprechend, ich weiß nicht, da fehlt noch ein bisschen irgendwas. Das ist das. Die Ansätze sind gut, die sind gegeben, aber es ist noch nicht perfekt. Genau. Und ich weiß nicht, ob er überleben könnte in der ersten Runde.
Also weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre noch zu früh für dieses Jahr. Nimm dir gerne noch ein Jahr, mein Bruder. Ja. Und dann sammel dich und dann nächstes Jahr kannst du uns das bereuen lassen. Yes. So, dann haben wir Davage. Und der wurde auch sehr oft in die Kommentare geschrieben. Gucken wir mal, let's go. Gut und kein Rip-Eye-Stack. Hab geschlafen auf dem Boden und kein King-Size-Bett. Heute schmeiß ich mit Geld, auch wenn kein Sinn einfällt. Dein Bruder, Geld war meiner Kindheit fremd. Doch ich wurde zum Monster. Ich hab bisschen G und ein bisschen Rockstar. Da werd leicht aggressiv, so wie die Drogba. Schmiss das Studium, denn Davage ist ein Unikum. Die Staatsanwaltschaft sagt, ich sei guilty wie der Gucci-Duft. Jogger ist von Nike, doch Adidas die Schuhe. Und ich sorge mit ner Hook für eine Kieferfraktur. Seit wir Rap besser, Vendetta, Anime, Trendsetter. Ich bin CR7 in seiner Prime, Zeit bei Manchester. Ich lebe den Traum und wurde zu nem Rohdiamant. Und kein Dope-Lieferant so laut. Alle diese Stimmen in meinem Kopf, doch ich hör nur. Ich komm hier leider nicht raus, hier brauchst du Misstrauen. Menschen wurden nun, da haben sie immer Pader gesehen. Doch ich geb ihm weiter Kickdown, knipst dein Licht aus. Meine Brüder wurden Shooter, so wie Leroy Sané. Alles für Ferrari im Leben, auf die Party zu zählen. Baby, guck, ich sag, was ich seh. Doch ich geb ihm weiter Kickdown, knipst dein Licht aus. Meine Brüder wurden Shooter, so wie Leroy Sané. Ich fange mal an, erstmal mit diesem Fußballer-Vergleichen. Na, er hat ja viele Fußballer-Vergleiche genommen oder gewählt. Drogba, Sané. Sané, dann CR7 in der Prime. Stimmt. Und dies und das, weißt du. Ja, ja, ja. Er hatte auch, glaube ich, sogar erwähnt, irgendwie meine Hook trifft wie ein Kieferbruch oder so, hat er irgendwas erwähnt. Ich finde so, die Hook hat mich gar nicht abgeholt, dafür, dass er das so jetzt angekündigt hat, sage ich mal. Ich fand so, es hat... Ich weiß nicht, es hat viele Aspekte, wo ich sage, boah, da fehlt was, da fehlt was. Er hatte aber trotzdem eine interessante Stimme, das muss man ihm lassen. Ja, da hat ein paar Baustellen. Ja, ja, viele. Er hat, ja, das meine ich ja, weißt du, es gibt viele Sachen, die ich jetzt erwähnen könnte, so. Ich weiß, so zum Beispiel das, was er lyrisch bedient, hat man schon öfter gehört. Ja. Worauf er gereimt hat, fand ich auch jetzt nicht interessant, unabhängig von dem, was er erwähnt hat. Aber ja, so stimmlich trotzdem hatte der... Stimmfarbe hatte er auf jeden Fall. Man muss ihn trotzdem lassen. So. Das hat er. Aber ich weiß halt nicht, ob es reif genug ist. Mhm. Für das, was wir vorhaben. Definitiv. Was ist das denn? Also. Ewa, einfach Kenans, Kenans Cousin. So, wir reagieren jetzt auf Fuad. Kenans Cousin. Wesh, Bro, ne Traidon. Hab keine Zeit, will ich jage die Pesos. Hasch, Platten sind quadratisch, verpack grob. Troja, so wie Legos, Krepus. Komm in der voller geladen, ne Schreckschuss. Durch die Wände hör ich Echos. SO 200, ich war verwundert. Und in mein Kopf war ich ratlos. Fach in RS, Richtung Niederland. Rogelli, wesh, und ich bleib entspannt. Gegen Anruf ist wieder unbekannt. Aber mein Herz hat schon erkannt. Mit der Hoffnung will sie Louis back. Wer sagt, ich hab das Hasch versteckt. Kontrolle war schon korrekt. Doch die Lage nachhinein war befleckt. Mache links, rechts, so wie Lastico. Rapper, denk auf Marseille, ein Klassico. Dreckiger Lipso, sie nennt mich Bro. 2 Minuten später, ich genieß die Show. Sie will Liebe, doch mein Herz hat für sie keine Antwort. Hab keine Zeit, weil vor Adolorie bring Marseille nach Doppeler Hamburg. Sie sagt vor Adolorie, sie hat neuen Freund, aber Bilder von mir versteckt in Galerie. Schnell ein Rendezvous. Rendezvous. Noch kein Treffen, aber déjà vu. Majoli liebt die Melodie. Heck of Nordafrika, Algerie. Ramène des Frésies, arrache ton liso. Y'a de la copine à ma de la chop. Ils me les épuisent, soca et easy. Qu'on de l'effet à flux, clean, c'est à flop. Le rap pour moi, c'est des poupettes. Comme Zizou à la tête à tête. Bla bla bla, fin de col tapette. Je tourne de droite à gauche comme la cassette. Ich mach das Handy auf stumm, verpasse die Nacht, sie auch er hat so, ich muss sagen, er hat gute Ansätze, weißt du wo, er ist am Ende. Ich weiß nicht, welche Sprache das war jetzt, Ich schwör's, ich wollte genau dasselbe sagen. Ja. Das so. Am Ende, da, wo er auf Ausländisch gerappt hat, richtig geil, ich weiß nicht, welche Sprache es ist. Ich habe jetzt nicht auch was Französisch. Kann sein. Ja, aber alles andere fand ich nicht so gut, aber der Beat war geil, Alter. Der Beat ist geil. Du kannst den Beat auf jeden Fall noch viel krasser bedienen. Ja, Alter. Safe, der Beat war baba. Bisschen Kali-Vibes. Ja, das ist das. Ja full Kali Vibes. Full Kali Vibes. Und wir haben ja dieses Jahr bei Icon 6 schon ein Kali. Ist hier? So, ich weiß nicht, Bruder. Hat der Seifer geleakt. Upsi. Bruder, er hat's doch schon mal gesagt, Bruder, ja? Tut jetzt nicht so. Hör auf damit. Jetzt macht bloß nicht diese TikTok. Der hat geliebt. Bruder, ich küsse euer Herz. Ich wusste es nicht. Sein 100... Bruder, ey, hört auf damit. Colin. 1000 Streams, Bruder, hat der schon. Ich küsse euer Herz. Colin. Er hat noch nicht unterschrieben. Macht doch. Macht. Mir egal. Er hat eh noch nicht. Ja, und wir haben ja noch einen Kali auch gehört. Ja, einfach so ganz auf Dings, ne? Armin 47, let's go. Der ist auf Klo entstanden. Das hört sich sehr interessant an. Let's go.
Kann ich mir gut vorstellen. Hamdi! Ah, ich hab Durchfall. Ah. Nein, das hat noch Hamdi. Das hört bei Dashuri. Ja, ja. Am Anfang, ja, ja. Sie ruft mich an, hab 10 verpasst, doch ich geh ran. Sie ist abgefuckt, denn schon seit Tagen kein Empfang. Ich bin unterwegs in meinem Barrio. Sie fragt, wo willst du hin? Ich leg auf, muss gerade los. Sekunden später Blaulicht, Sirenen in der Stadt. Schöne Stimme. Für 0 auf 100 hol ich Millionen in der Nacht. Für ein gutes Leben frisst du Beton. Wenn sie fragen, dann lass sie reden, ich bin aus dem Block. Im Tricola Madrid flieg ich Richtung Panarea. Scheiß auf dein Cannabis, Junkies sind auf Kapalela. In meinem Viertel kriegst du Schaden und Blackout. Das ist Nordrhein-Westfalen, oh ja, ich bin out. Wenn du mich suchst, bin auf der Flucht vor Polizei. Kein Rendezvous, wenn du mich brauchst, komm ich vorbei. Sie ist jaloux und sie ruft meinen Namen. Bin ich, was du suchst oder willst du mein Arsch? Im Trikot La Madrid flieg ich Richtung Panarea. Also sehr interessante Stimme. Im Song haben mir persönlich ein paar Highlights gefehlt, die im Ohr bleiben. Ein bisschen Ohrwurm vielleicht oder weißt du, so einfach irgendwas, was im Ohr bleibt. Aber er hat trotzdem eine sehr geile Stimme. Ich glaube, aus ihm kann man sehr viel Potenzial noch rausholen. Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten, denke ich, ne? Ja, das war ein solider, solide Bewerbung. Ja, manche kleine Stellen kann man da auf jeden Fall noch verbessern. Mhm. Oder noch ein bisschen mehr Gewürz reingeben, um sich das noch ein bisschen, damit sich das abhebt. Ich finde ihn halt auch gut, ne? Mhm. Er hat sehr gute Ansätze, aber für mich klingt es noch nicht so, dass es für mich nach ich bin schon lange dabei anhört. So, es ist so dieses, er probiert sich gerade aus, er ist sich gerade am Finden, weißt du, weil so anhand der Struktur habe ich das so ein bisschen raushören können. Ich habe halt auch Angst, dass er es nicht lang überleben könnte. So, weißt du? Mhm. Muss man sich nochmal überlegen. Aber er bringt trotzdem was, das gewisse Etwas mit so. Ja. Muss man sich drüber nochmal unterhalten auf jeden Fall. Auf jeden Fall interessant. Als nächstes haben wir Dorians bessere Hälfte und zwar Ibra. Anik, okay. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann die Bewerbung von Dorian eingehen wird, denn der wollte sich auch bewerben, glaube ich, ne? Heute der? Oh. Oh, da haben wir, oh. 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 Ach du Scheiße. Oh. Junge, ich hab zwei. Oh. Oder? Ups. Wir reagieren auf Ibra. Ja. Oh. Oh. Wir meinen. Gut, das Colin nicht im meinen. Oh. Ibra von Dorian. Wird ja immer Schildermeier. Der hat euch einfach. Der hat euch geprankt gerade. Schildermeier. Ja. So, war doch nur ein Prank. Es leimert schwarz, vergesst was war Handel, amigis muy bien. Bezahlen bar, die Zeit war hart, ich schieß in die Luft, bis sie rennt. Zum Stern à la carte, mit Ansage chart, ich schieß auf deine Cousins. Handel, amigis muy bien, ich lass dich und deine Stadt brennen. Ich fix ein G, der viel verdient. Ein G mit 10 Bad Beats, ein G ist selbstverliebt. Es nimmt 10 mit in die Prezi Suite. Day, Dammband, voll Gold, oh die S-Line, chill in my Hotel. Treffpunkt, Burschatz, weiß Wein und 10 Bad Beats, um den Teppich stellen. Alter Bruder! Ja, cool. Warum so wenig? Ist kurz gewesen. Oder das ist leider vielleicht zu war das kurz. Ja ein Feature mit Dings. Bruder, ich finde, das war zu kurz jetzt. War cool, aber Bruder, ich mag das nicht, Leute, wenn man zu wenig einschickt. Bruder, manche schicken zu lang ein. Ja. Die schicken ganze Song ein, manche schicken einfach nur Dinge. So. Oder manche schicken sogar so Album Teaser rein. Nur, 15 Album. Sekunden. Ja, oder so. Ja. Ich finde, das geht auch besser so. Ist cool. Aber er kann ja bestimmt besser. Fährt er eigentlich immer so einen Stil? Oder hat das Nee, der macht ja auch so dieses bisschen in diese Love-Songs, so, weißt du. Er kann eigentlich schon viel mit ihnen, ne? Er kann ja auch auf Drill und so. Also Ibra ist schon vielfältig, muss man ihm lassen, so. Auch an dich, Ibra, schick mal neue Bewerbung rein. Bruder, der Song war zu kurz. Also, ja, dementsprechend müssen wir ja sagen, soll er nochmal was Neues einsenden oder was? Hast du gesagt? So, Ibra, schick mal. Oder ich fand das viel zu kurz, Bruder. Das war viel zu kurz, Bruder. Okay, als nächstes haben wir Demo. Let's go. Holländer weg, wegen Holländer, mein Paket. Über den Boulevard, da sind wir sicher im Allerweg. Und die Gegend spazieren, damit wir parazieren, aber ist das wert? Das ist unsere Stimme. Wir gehen ins Grab, uns Mama vergab, hey, wir wollen eine Million mehr. Puff, 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 das ist Stress auf dem meinen Blut. Nacht wird wach, geht wie mein Kopf, ich denke nach. Puff, 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 das ist Stress auf dem meinen Blut. Nacht wird wach, geht wie mein Kopf, ich denke nach. Gefangen in Dunja, mein Bruder, ich komm heute nicht rein, nein, ich möchte keinen sehen. Kentucky vergeht dir nach Homo, denn sie bleiben wach, bis wir heute ein Leben parallel. Sag ich mein Bruder, ja mach dir keinen Kopf, wir holen uns schon bei dir raus aus dem Loch. Warte noch Wunder, doch bis
Der Chat schreibt genau das, was ich gerade sagen wollte. Was denn? Wir hatten so ein bisschen so von Rascher so manche Ansätze, so von der Betonung her, vom Essen. Also ein bisschen dies. Aber ja, so, was soll ich sagen? Ich finde bei ihm, er hat... Du fandst die Stimme interessant? Er, ehrlich, die Stimme ist cool, Bruder. Aber ein großes Problem bei ihm, der hat so viele Wörter verschluckt. Also man hat, es war sehr unverständlich. Hm. Ich glaube aber jetzt für Icon 6 wäre das noch persönlich für mich zu früh. Ah, der kleine Bruder von Hasuna Badawi. Lisai, let's go. Ich versuch die Kundschaft, guck meine Liebe, doch ich hol dich runter. Lass deine Spielchen, ich weiß, du bist der Wunder. Catch me if you can, ist ihr Obse. Mein Rückspiegel waren viel zu fest. Ich heb ab wie mein Kotflügel. Gamma mein Schatz und die Mio Premium Notlügen. Alles ist okay, heute Abend ist sie zufrieden. Leider keine Zeit, doch ne Rollie on my Risk. Du möchtest, dass ich bleib, schreib mir, dass du mich vermisst. Lisa Unikat, tätowier dir mein Gesicht. Eine Nacht und vergiss, keine Zeit für eine. Mein Budget ist im Blurs, weil ich kenne jede Grenzstrecke. Money on my mind und Pussy dir auf Snapchat. Denn Quote ist nicht hoch, heißt dein Leben kann doch jetzt enden. Neuner ist verkroppt und du Pussy musst dich verstecken. Ich will fliegen, Fahrer machen Umsatz. Du willst fliegen, ich versorg die Kundschaft. Kopf meine Liebe, doch ich hol dich runter. Lass deine Spielchen, ich weiß, du bist der Bundbar. Ey Bruder, man muss aber sagen, ne? Man sieht sofort, dass das Brüder sind, Bruder. Allein man hört's an, auch an der Attitude, so dieses, wie der das gemacht hat, danach die Augen aufgerissen haben, ja, mit den Zähnen. Bruder, die haben sogar dieselben Zähne, Bruder, ja? So, weißt du, was ich meine? Das hört sich auch sehr gleich an, aber da muss man sagen, Hasuna ist doch mal ein Stück weiter als Lisai, finde ich, musikalisch. Ich finde, das hört sich gar nicht gleich an. Also Hasuna hört sich viel fort... Also du willst Stimme. Mir sagen, auch dieser Anfang hört sich nicht an wie Hasuna? Ich weiß, was du meinst. Ja, das normal. Das ist nämlich full Hasuna. Normal, ja, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, bei Hasuna ist es nochmal so was Eigenes, so, weißt du? Mhm. So, du kannst jetzt nicht sagen, so, du kannst sagen, ja, es hört sich an wie Hasuna, aber bei Hasuna ist es so dieses... Ja, Hasuna hat noch so einen gewissen anderen checkst, was Touch, ich mein? Der so, sich so ein bisschen abnimmt. Aber so was ist, Eigenes. Wenn, aber ja, das ist aber jetzt, wenn du richtig stark drauf achtest. Ja, ne? Ey, das habe ich ja, ja. So. Ja, so. Ich muss sagen, ich war in der Vergangenheit mal öfters mit ihm auch in Kontakt. Okay. Und habe Sachen von ihm gehört, die auf jeden Fall viel stärker waren als das. Okay. Mhm. Das ist das, was ich auf jeden Fall sagen kann. Dementsprechend muss ich aber das beurteilen, was er eingesendet normal, hat. Normal. Und ich finde so, ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt richtig krass war, was da war. Ich weiß auch nicht, ob die Bewerbung erreichen könnte für Icon 6. Ich fand, es ist wahrscheinlich die falsche Bewerbung gewesen, so, weil bei dem Song die Ansätze so, dieses, auch der Einstieg, dieses, allein bei dieser Catch Me If You Can, wie der da in den Part eingestiegen ist, sehr, er klatscht alles hinterher, so, weißt du? Mhm. Er klatscht alles hinterher, weißt du? Der peitscht die Wörter cool manchmal, aber das geht noch irgendwie besser. So, ja, 100%. Nicht. Man kann an denen auf jeden Fall noch so ein bisschen... Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen kneten. Arbeit, da ist noch kneten. Arbeit gefragt. So. Also ich glaube, für Icon 6, ich weiß nicht. Also die, mit die Bewerbung okay. ist leider nicht ausreichend in meinen Augen. Ja. So, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall wesentlich mehr drauf hat. So. Mhm. Ja. Friends, das waren auf jeden Fall die Bewerber von dieser Folge. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.